SEPA-Mandat. Gibt es mehrere Sachen zu beachten. Einmal die Sache, wenn zum Beispiel eine Lastschrift zurückgegangen ist, weil dein Konto nicht genug Deckung aufgewiesen hat, dann verfällt dieses SEPA-Mandat. Das heißt, die Bank, Sparkasse, Volksbank, Versicherung oder was auch immer darf gar nicht mehr abbuchen. Das weiß fast keiner. Wir haben das so gemacht, wir haben das absichtlich mal gemacht. Das wussten wir nämlich vorher auch nicht. Und dann haben wir das Ganze einfach wieder per Dauerauftrag gemacht. Ja? Okay. Das heißt, es fuchtelt keiner mehr auf deinem Konto rum. Ja? Mhm. Du bist nicht mehr Wirkung, sondern du bist endlich wieder Ursache. Also wie gesagt, ich bin kein Rechtsanwalt, ich mache hier keine Rechtsberatung. Ich gebe das nur aus meinen Erfahrungen weiter. Ja, könntest du sagen, Moment mal, ihr bucht hier illegalerweise ab. Sowas ist immer cool, wenn man das im Arbeitsspeicher behält, für den Fall, dass ihr euch irgendwann mal, also du und deine Bank, in die Haare kriegt. Ja. Dann hast du, sagen wir mal, im Hintergrund ein paar Informationen, mit denen die Bank nicht rechnet. So, ja, das genau. Ist das Thema SEPA-Mandat, wo eine Lastschrift zurückgegangen ist, müssen die ein komplett neues SEPA-Mandat bei dir beantragen.